gelandet sind. Erstmal durch den Landeanflug, die LH20. 1-4-2014. Fahrwerk ist draußen. Es geht Richtung Flughafen Tegel. Wie schön, dass Berlin seinen Großflughafen noch nicht fertig hat. Aus Schönefeld wäre der Weg sehr, sehr lang gewesen. Aus Tegel ist man fast um die Ecke da. Ich sag nochmal, Ambierfans. Man muss sich mal vorstellen, da hat man Messi hinter sich, da hat man Mascherano hinter sich, da hat man Garay hinter sich und dann kommt so ein blöder Gepäckwagen am Flughafen Rio und donnert gegen diesen Siegerflieger, verursacht einen Lackschaden und der Start verzögert sich um 2 Stunden. Flugkapitän Uwe Strohdeicher hat versprochen, er fliegt so schnell es überhaupt nur geht, um die Zeit wieder reinzuholen, aber mehr als 895 km/h gehen halt bei so einer 747 nicht. Bisschen Wasser da reingeholt. Alles an Zeit konnte man nicht wieder hereinfliegen. Und an so einem Tag wie heute, da geht eben alles. Eben diese Rollbewegung, dieses Wackeln rund um die Längsachse, direkt über der Fanmeile. Das ist etwas, was normalerweise schwer verboten ist über der Hauptstadt. Heute ist alles erlaubt. Leute, es ist soweit. Und da ist das Flugfeld Tegel direkt vor der Maschine. Wir zählen bei meinem Kontra. 10, 9, 8. Willkommen zurück. Lange Wochen gehen in diesem Moment zu Ende. 5 Wochen Brasilien, 3 Wochen Vorbereitung. Und mit dem Zwischenstopp Berlin und der großen Party hier am Brandenburger Tor wird es dann heute Nachmittag in die Heimatstädte der 23 Spieler des gesamten Funktionsteams und der Trainer gehen. Absolute Wahnsinn. Die deutsche Mannschaft ist wieder zu Hause. Und jetzt natürlich eine kleine Bustour durch Berlin. Ein paar Sehenswürdigkeiten. Und dann in ungefähr 2 Stunden hier am... Es gibt so Augenblicke, da ist einfach alles wichtig. Auch dieses Aufsetzen eines Flugzeuges. So oft landen Jumbo-Jets auch nicht in Tegel. Hat irgendwer eine Farbe dabei? Hoch damit! Und wir tanzen im Takt. Und bejubelt wird hier und heute sowieso alles. Oben 8x First Class, darunter 80x Business Seat, hinten knapp 300x Economy. Also nehmen wir die Crew dazu, 400 Menschen sitzen da drin. Und eben nicht nur die Spieler, sondern auch Familie, Freunde. Alles ist in diesem Flieger mit dabei. Ihr seid bereit? 1, 2, 3. An der Gangway werden sie gleich von Bussen abgeholt. Über Moabit hier nach Tiergarten gefahren. Von den Bussen geht es dann in einen offenen Trakt und wir sehen immer noch den Richtung Brandenburger Tor. Leute, an Bord dieses Fliegers sind 23 Weltmeister. Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von nach Hause kommen. Manchmal spielt man sich alleine am Gepäckband vorbei, niemand nimmt einen wahr. In anderen Momenten erwartet einen die Eltern, Oma, Opa, machen einen riesen Bahnhof. Und dann gibt es ein nach Hause kommen, wo Reporter wichtige Sätze sprechen wie: Sie betreten deutschen Boden.
Und ein Vorstandsvorsitzender höchstpersönlich die Tür öffnet. Genauso ein Tag ist heute. Nicht nur, dass die deutsche Fahne sofort hergezeigt wird, sondern der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa höchstpersönlich wird gleich die Gangway hochgehen, wenn der Flieger zum Stehen gekommen ist, und die Tür öffnen. Die deutsche Fahne aus dem Flieger, und das heißt, alle sind wohl auf. Deutschland ist zu Hause. Heute soll alles angemessen sein, wenn diese 23 Weltmeister nach Hause kommen. Wer wird als erster das Flugzeug verlassen? Philipp Lahm. Mario Götze wird hier vorne gefordert. Oder ist es Yogi? Kevin Großkreuz, vielleicht muss er mal, vielleicht muss er schnell raus. Wir werden es gleich sehen. Der aktuell im Betrieb befindliche Hauptstadtflughafen ist klein und übersichtlich. Und trotzdem wird einem jeder Rollmeter zu lang. Und man denkt sich, jetzt könnte es doch mal schneller gehen, damit man die Jungs endlich zu Gesicht bekommt. Auf der Besucherterrasse des Flughafentegels passen 1000 Menschen, egal wo sie heute in Berlin auftauchen. Ihr braucht mich doch gar nicht. Sie werden nicht alleine sein. Herzlich willkommen in Deutschland. Aus dem Cockpit heraus die Fahne. Und die Deutschen fahren wehen. Alle warten gespannt, bis der erste Spieler aussteigt. Vielleicht sie haben sich einen Stern vom Himmel geholt. Und der Himmel hat sie jetzt wieder hergegeben. Genau, wir machen das heute so. Wann immer die deutsche Nationalmannschaft ist zu Hause. Ich will einen Fußballgott hören, okay? Also zum Beispiel die Nummer 11, Miro. Ganz genau. Oder die Nummer 6, Sami. Sehr wichtig. Oder am Brandenburger Tor wird heftig geübt, wie sie nachher begrüßt werden. Das wird alles noch eine Weile dauern. Mit euch kann man arbeiten. So, der Flieger in etwa anderthalb Stunden wird die große Begrüßung hier auf der Bühne an der Straße. Wer von euch hätte gerne in diesem Flieger gesessen? Und wer von euch, der jetzt mit zwei Stunden oder sogar zweieinhalb Stunden Verspätung sind sie aus Rio raus mit einer Stunde Verspätung in Berlin gelandet. Also der Pilot hat alles gegeben. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat ja auch ein bisschen Schlafdefizit. Nicht nur der Gepäckwagen am Flughafen, der gegen den Flieger gerumst ist, war ein Problem, sondern auch die Jungs selber. Denn man musste sie dann doch im Hotel am Strand von Ipanema erstmal in Ruhe einsammeln. Und erst als man den letzten hatte, konnte es dann zum Flughafen gehen. Dann ist man dort mit einer halben Stunde Verspätung bereits angekommen. Und dann dieses zweistündige Rumstehen, nachdem der Lackschaden erstmal begutachtet werden musste und entschieden werden musste, ob geflogen werden kann oder nicht. Es konnte zum Glück. Hey. Und die Berliner Feuerwehr mit Wasserfontänen. Die Willkommensdusche. Wenn man das jetzt noch in Schwarz-Rot-Gold machen könnte. Wobei, da hätten sie auch ein bisschen Schwarz-Rot-Gold mit Farbe reinziehen können. Und hoffentlich hat der Kapitän die Luke wieder zugemacht. Damit die Spieler mal sehen, wie wir sie hier hatten. Weil wir standen bei jedem Spiel im Regen. Und jetzt dürfen die aufmachen. Flug LH 2014 an Bord der deutsche Fußballmeister. Auf jeden Fall ist es gut, dass die Mannschaft jetzt knapp 10 Stunden Zeit hatte, ein bisschen zu schlafen. Den Schlaf gab es in der Nacht des großen Triumphes herzlich wenig. Bis 6 Uhr morgens ging die Fete nach dem 1:0-Sieg über Argentinien. Zum Beispiel, auf geht's, Deutschland schießt der Tor.
deshalb soll es auch immer mal wieder kurze Unterbrechungen geben, wo sie sich frisch machen können. Um gut durch diesen weiteren Jubeltag zu kommen. Gegen Brasilien zum Beispiel haben wir gegen Brasilien 1:0 gewonnen. 2:0. 3-5:0 passen wir zusammen, weil das nicht so schnell. Auch nicht. Haben wir 6:0 gewonnen. So, clever gewesen. Alles trocken geblieben. Kurzes Fahnenpäuschen gemacht. Aber jetzt ja Schwenkpflicht wieder nachgekommen. So, die deutsche Fahne wird reingeholt, das heißt, es ist gleich soweit. Der Flieger steht und die ganzen Holland-Fans davor, die sind schon lange zu Hause. Alles gebrandet, alles angemalt, jede Gangway, jeder Bus, jeder Truck und überall der vierte Stern und überall wird erinnert, diese Herrschaften, die da gleich rauskommen, sind übrigens gerade Weltmeister geworden. Gut, dass man keine Chance hat, das zu vergessen. Ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt. Wir nehmen die Hände schon einmal nach vorne. Auch wenn es noch und rechtzeitig zum Einflug dieser Maschine hat sich dann übrigens der Himmel über Berlin komplett geöffnet. So, haben wir heute Morgen noch eine relativ dichte Wolkendecke gehabt. Die haben die sich allerartig verzogen und der Sonne freien Lauf gegeben. Alles perfekt bereitet für das Willkommen von Joachim Löw, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und allen anderen. Die Busse stehen bereit. Und jetzt gleich müssen es soweit sein. Die Zehntausender am Brandenburger Tor haben jetzt übrigens schon alle die Hände oben und werden dann kollektiv ausrasten, sobald endlich diese Tür aufgeht. Sobald dann möglicherweise, wie angekündigt, Carsten Spohr, der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, hochgeht und endlich diese Tür aufmacht. Rauslasse. Vorher allerdings muss der rote Teppich gerichtet werden, wird technisch an der Tür oben alles klar gemacht. Ob der Herr weiß, dass ihm jetzt gerade eine ganze Menge Leute zuschauen und hoffen, dass er schnell macht. Und mit einer Hertha-Kappe unterwegs. Auch amtlich. Also kein Vorstandsvorsitzender. Ankündigung hat sich in Luft aufgelöst, stattdessen aber zumindest der Willkommensgruß. Wahrscheinlich wusste er selber nicht, wie man die Tür aufmacht. Macht er nichts. Und jetzt hoffe ich mal für uns alle, dass nicht das passiert, was gerne mal in solchen Momenten passiert, nämlich erstmal nichts, dass die sich da drinnen in Ruhe sortieren. Noch die Deckchen, Kopfhörer und Schlafbrillchen richten und zur Seite räumen. Und die Reihenfolge in Ruhe einnehmen und dann irgendwann Minuten später, die man kaum ertragen mag, dann mal rauskommen. Eigentlich auch ein Klassiker in diesen Augenblicken, dass alle denken, Tür auf, Mannschaft raus und dann dauert's. Bei freier Fahrt kommt man von dort nach hier in 20 Minuten. Die Weltmeister werden deutlich länger. Macht euch bereit! Berlin, es geht los! So, da ist er. Philipp Lahm hat ihn nach Hause gebracht, den Weltpokal.
der Kapitän. Und sie betreten deutschen Boden. Da sind sie wieder. 8 Wochen harten Schuftens sind zu Ende. Und sie kommen mit dem maximalen Erfolg zurück. Sie kommen als Weltmeister 2014. Der eine wirkt frischer als der andere, aber alle sind sie aufrecht und alle glücklich und stolz, dass sie es erfolgreich hinter sich haben. Und dahinter der zweite Torwart. Denn jeder für sich ist mit der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Spiel in Maracana eine Legende geworden. Und der Kameramann, Fußball, Gott. Seid euch sicher, wir werden heute auch noch das eine oder andere Foto machen. Und ein besonderer Jubel von den Fans hier für denjenigen, der den Siegtreffer erzielt hat für Mario Götze. Und wie gut, dass die Sonne so fröhlich scheint, so kann man jede Sonnenbrille begründen und muss keine frechen Nachfragen erwarten, was sich denn dahinter verbirgt, wie tief die Augenringe wohl sein mögen. Und der Manager Oliver! Das Team ist unten, die Delegation folgt, angeführt von DFL-Präsident Reinhard Raubal. Und die ersten Äußerungen nach dem Flug live aus Tegel, Bastian Schweinsteiger bei Jörg Klappert. Die Fanmeile sagt, willkommen zu Hause zur deutschen Fußballnation. Ja, Bastian Schweinsteiger, man fragt immer nach dem Flug, wie war es denn? Konnten Sie sich ein bisschen erholen? Ja, der Flug war super, weil er ging über die Nacht und ich konnte super gut schlafen. Ja. Jetzt gab es den Überflug über die Fanmeile. Ich weiß nicht, an welchem Fenster Sie gesessen haben, aber haben Sie das gesehen? Da ging die Post ab unten auf der Fanmeile. Ja, ich saß auf der anderen Seite, ich habe nichts gesehen, aber natürlich haben wir schon was gehört und sind jetzt alle sehr gespannt, wie es ist. Ist jetzt zum zweiten Mal jetzt und diesmal haben wir Gott sei Dank den Pokal dabei. Man hat ja manchmal ein bisschen Zeit, die Augen zuzumachen während so eines Fluges. Kommen da die ersten Gedanken, dass man es mal realisiert? Weil ich glaube, das dauert ja wahrscheinlich ein bisschen. Ja, man wird es wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen realisieren. Jetzt war mehr so der Erholungsschlaf angedacht von gestern Nacht. Und wie gesagt, es ging recht gut auch, obwohl der Thomas hinter mir gesessen ist. Normalerweise hört man den immer, aber der hat auch geschlafen. Er saß dann auf der anderen Seite am Fenster, der es gesehen hat mit der Fanmeile. Philipp nicht. Julian, Dankeschön. Gut, sollen wir hier weitermachen? Dann fragen wir Thomas Müller natürlich auch gleich noch. Thomas Müller, Sie haben auch die Fanmeile nicht gesehen, aber die Mannschaft ist drüber geflogen. Was erwarten Sie denn jetzt für Reaktionen, wenn Sie da hinkommen auf die Fanmeile? Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, da sind 300.000, 400.000 Leute, da ist unfassbar was los. Ich weiß natürlich nicht, ob wir alle gut erreichen können, aber wir werden auf jeden Fall Gas geben und nochmal mindestens genauso viel laufen wie im Spiel. Wunderbar, viel Spaß dabei, herzlichen Dank und damit erstmal zurück zur Fanmeile. Das muss ja wirklich was ganz Besonderes sein, wenn Bastian Schweinsteiger sagt, man hat Thomas Müller nicht gehört. Denn er hat mal in einem Interview erzählt, dass das Besondere am Zusammenleben und am Zusammenarbeiten mit Thomas Müller ist, dass er eigentlich immer spricht. Große Herausforderung für Mitspieler und Gegner. Weil er immer Text hat, weil er immer was zu sagen weiß. Und das ist dann doch ein deutliches Indiz, dass es eine sehr lange, sehr harte Nacht war in Rio. Wenn denn in der Luft tatsächlich dieses Päuschen dringend gebraucht wurde. Also, jetzt geht's in die Busse.
Das Team in einen, die Spielerfrauen, die Freunde, die Familien in den anderen. Die werden dann auch hintenrum etwas früher hier am Brandenburger Tor erwartet. Die 23 Weltmeister und ihre Trainer werden unterwegs in einen offenen Truck umgeladen, um sich die Begeisterung und die Anerkennung der Berliner hautnah abholen zu können. Nicht ganz das Original, aber auch sehr schön. Okay, Benni, die linke Hand nach oben, die rechte Hand dazu und wir klatschen! Das Ziel des DFB, die hier mit dieser DFB-Sondermaschine eingeflogen sind, ist, dass das alles relativ zeitplangenau abläuft. Denn die Anschlussflieger in Richtung Westen, Süden und Norden, die warten auch alle schon in Tegel. In München zum Beispiel ist heute ein weiterer Korso geplant mit den Bayern-Spielern. Insofern hoffen diejenigen, die das hier geplant haben, dass sie das genauso zeitlich hinbekommen, wie sie sich das ausgedacht haben. Und da bin ich sehr neugierig, ob das funktioniert. Steht auf, wenn ihr für Deutschland seid. Steht auf, wenn ihr für Deutschland seid. Steht auf. Die Hauptstadt wartet jedenfalls schon seit den frühen Morgenstunden hier am Brandenburger Tor. Sind die ersten schon um 6:30 aufgeschlagen und die sind nicht nur aus Berlin gekommen, sondern wir haben Autos aus der ganzen Republik gesehen, wir haben Kölner getroffen, wir haben Münchner getroffen, Hamburger, die sich alle irgendwann in der Nacht aufgemacht haben, um diesen Moment miterleben zu können. Und diese vier wunderbaren Fußballwochen gemeinsam mit diesem Team ausklingen lassen zu können. Also, der schwarze Bus ist der mit den Spielern, der weiße der mit Familie und Freunden. Und auf geht sie, die wilde Fahrt quer durch Berlin. Das ist der WIP-WIP-WIP-WIP-WIP-Empfang und den haben sie sich auch alle Mann verdient. Direkt vom Flieger quer übers Rollfeld. Der Flughafen in diesen Augenblicken für Flugzeuge gesperrt. Ein Bus mit einem Weltmeisterteam ist jetzt das A und O. Und nur um die geht es in diesen Augenblicken. Und bisher gab es in solchen Situationen immer die Spielstände von 54 oder den Elfmeter von 1990.
ab sofort haben wir auch die 113. 1954, 1974, 1990 und nun 2014. Nach 24 Jahren erfüllen sich Sehnsüchte. Der letzte Titel ist während dieser Weltmeisterschaft auch volljährig geworden, der Europameistertitel von 1996. Diese Mannschaft hat endlich wieder Geschichte geschrieben. Sie haben in ihrem Teamhotel in Campo Bahia natürlich deutsches Fernsehen empfangen können und trotzdem. Das hat die Generation Arne Friedrich auch von 2006 gesagt. Das ist nochmal was völlig anderes, wenn man dann wirklich hier steht vor Hunderttausenden und mitbekommt, wie unfassbar die Begeisterung war. Wenn Sie nochmal von dieser Euphorie, die sich hier im Land breit gemacht hat durch Ihre Leistungen, wenn Sie die nochmal hautnah erleben können. Stau am Flughafenausgang. Hat da jemand vergessen, die Pforte aufzumachen? Weiter geht's. Wenn Sie in Berlin wohnen, in Tegel, im Wedding, in Moabit, Sie sehen, wo der Bus fährt, dann jetzt raus auf die Straße. Und den Bus der Weltmeister begrüßen. Offen werden Sie nachher in Alt-Moabit fahren, die Rahel-Hirsch-Straße entlang, das Kapelle-Ufer, die Reinhardt-Straße, über die Luisenstraße in die Wilhelmstraße, dann unter den Linden, um hier inklusive viertem Stern am Pariser Platz anzukommen. Und haben Sie es gehört? Dieses Klopfen von innen gegen die Scheibe, als unsere Motorradkamera vorbeigefahren ist. Der Bus ist zwar komplett abgedunkelt, aber die kriegen natürlich alles mit. Die sind schon in ganz guter Stimmung. Wir können uns freuen auf dieses Team. Und das, was Sie uns an Energie aus Brasilien mitgebracht haben, inklusive Weltpokal. Das klappt doch schon mal wunderbar. Nein, wir sind nicht vor Alpe d'Huez. Wir sind kurz hinterm Flughafen Tegel in Berlin. Aber es sieht aus wie bei der Tour de France.
Ich glaube, die möchten eigentlich jetzt schon raus. Und wenn man da jetzt richtig durchguckt, dann sieht man, Getränke gibt es auch schon. Werden nicht die letzten sein heute. Jetzt klopfen sie wieder. An den Stimmen von Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller nach dem Aussteigen konnte man schon ablesen, dass sie schon einiges hinter sich haben, aber da ist noch einiges vor ihnen. Sie werden das in vollen Zügen genießen und das haben sie sich auch verdient. Reinhold und Arne, macht ihr erstmal weiter.